dich schon mal gefragt, was eigentlich im Trockenfutter so drin ist? Also ich habe hier so ein nettes Beispiel. Das ist ein Trockenfutter speziell für den deutschen Schäferhund. Und da ist so ein vollmundiger Spruch, enthält Energiequellen, die geeignet sind, um auf das einzigartige Verdauungssystem einzugehen. Was heißt das? Das Verdauungssystem des Schäferhunds ist einzigartig. Es ist anders als das Verdauungssystem anderer Hunde. Ist doch irgendwie komisch, nicht? Ich meine, zwischen Wolf und Hund, von der Verdauung, da hat sich nur nicht so sehr viel getan. Da liegen 15.000 Jahre dazwischen. Mindestens. Aber der Schäferhund hat ein einzigartiges Verdauungssystem. Ich habe noch mal beim Duden geguckt. Ich dachte, vielleicht habe ich ja eine andere Vorstellung von dem Begriff einzigartig. Aber es ist ohne Vergleich, beispiellos, ohne Vorbild. Das ist doch einfach nur Marketingsprache. Dann gucken wir doch mal, was so drin ist in diesem tollen Trockenfutter. Nun, an erster Stelle ist ja immer das, was am meisten drin ist. Und an erster Stelle steht Getreide. In Klammern unter anderem 4% Reis. Dann geht's weiter. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. In Klammern unter anderem 4% Geflügel. Dann kann man sich natürlich fragen, was bitteschön ist denn der Rest? Gut, der Rest, das werden Schlachtabfälle sein, Innereien, die jetzt so für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind, ist im Prinzip nicht problematisch, aber sollte einfach nur in geringeren Mengen ins Hundefutter. Öle und Fette, unter anderem 2% Kokosnussöl. Ja, Kokosnussöl ist ein gutes Öl. 0,2% Fischöl ist auch gutes Öl. 0,2%. Wenn man einen Hund roh füttert, also barft, dann wird meist so ein Teelöffel bei so einem mittelgroßen Hund, sagen wir mal 30 Kilo, ein Teelöffel wird dann empfohlen. Und 0,2% Sonnenblumenöl. Dann geht es weiter mit pflanzlichen Nebenerzeugnissen. Unter anderem 1,5% Zuckerrübenschnitzel. Nun, man kann jetzt davon ausgehen, dass also die Dinge, die jetzt hier genannt sind, besonders hochwertig sind. Und die, die eben nicht genannt sind, sind nicht so hochwertig. Wenn allerdings schon die Zuckerrübenschnitzel hier genannt sind, dann frage ich mich wirklich, was bitte ist denn da jetzt noch an pflanzlichen Nebenerzeugnissen drin? Die letzten Bestandteile sind pflanzliche Eiweißextrakte und Mineralstoffe. Schauen Sie sich doch mal an, was im Trockenfutter Ihres Hundes so drin ist. Also Getreide als Hauptbestandteil ist nicht so sinnvoll. Wir sind uns alle einig, der Hund stammt vom Wolf ab. Und es gibt ja kaum etwas, was so kontrovers diskutiert wird, ob wie das Thema Kohlenhydrate im Hundefutter. Ich selbst bin dafür, Kohlenhydrate zu füttern, aber nur zu einem gewissen Anteil und mit Sicherheit nicht als Hauptbestandteil. Das bestimmt nicht.